Was geht, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und willkommen zu einer weiteren Reaction und wir haben heute ein Duo vs. Squad EU Weltrekord auf Ashika Island und das Ganze ist von einem Spieler erspielt worden, der den wahrscheinlich, also nicht böse gemeint, aber wahrscheinlich keiner von euch kennt und zwar der liebe Schmeichi, ja. Schmeichi, bester Mann, der hat mir das nur Twitter geschickt. Ihr könnt mir wirklich gerne immer mal wieder so nice Gameplay oder so mal bei Twitter schicken. Und ja, je nachdem, gucke ich mir das an oder auch nicht. Aber in dem Fall hat es auf jeden Fall funktioniert, weil ja, ist auch mal nice, auf Leute zu reagieren, die die Warzone-Welt noch nicht gesehen haben. Deswegen checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Ich habe das Gameplay jetzt noch nicht gesehen. Aber es scheint auf jeden Fall, na, ihr seht schon hier, kleiner Spoiler, 7-6 Teamkills zu sein, Duo vs. Squad, Ashika Island. Ich wusste gar nicht, dass es ein Ding ist, dass man zu zweit reinqueued und Squads spielt. Heute wird es sehr, sehr strong. Und ich bin mal einfach gespannt, was wir hier gameplay-technisch so zu sehen bekommen. 40 Bomb, Duo vs. Squad, 7-6 Teamkills. Lasst eine Bewertung und ein Abo da, wenn euch die Reaction gefällt. Und ja, Motto des Tages, Abfahrt. Jetzt müssen wir wieder mal irgendwas machen. Ja, da ist die Shisha im Hintergrund. Ich merke schon. Jetzt Runde 30 Kills beide, dann gehen wir schlafen. Oh, das wär's. Oh, das war die berühmte letzte Runde. Ah ja. Any Game Sound auch da dann, oder? Ja? Hallo? Nein? Hallo? Ah, okay. Ich bin gespannt, wo die landen, weil ich spiele in letzter Zeit auch deutlich mehr Ashika Island als sonst. Vielleicht kann ich da ein bisschen was lernen. Ja, ich habe letztens meine erste 30er-Bomb gemacht. Er hat 40 gemacht. Schauen wir mal. Er hat Enhancement an, höre ich direkt. Oder? Ja, höre ich direkt. Höre ich direkt. Digga, wie laut die Kisten auch einfach sind. Die Schüsse hörst du einfach ja nicht. Hier ist das geistkrank. Dabei, diesen Fierce bin ich noch nie gelandet. Verpisst euch. Keine Ahnung, wo. Komm zu mir, wenn du kannst. Sind die da noch? Ich hoffe, es ist laut genug für euch. Beim YouTube-Video. Ja. Schreibt mir mal in die YouTube-Kommentare, so wie immer. Schreibt mal rein, was euer Kill-Rekord ist. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, macht er gut. So ein weirder Sound, ne? Temper hat mitgenommen, easy. Stabil. Wird ein bisschen durchgelootet. Fühle, sehr sauer. Oh, wieder drei Leute. Oh. Guck dir meinen Schaden an, Digga. Nein, guck nicht hin. Tu's nicht. Ich hab wirklich jeden erdenklichen Typen One-Shot geschossen. Ja, ich immer auf Ashika, ich immer. Ich hab keine Essen. Jedes Mal das Gleiche. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier so zu sehen bekommen. 40 Kills machst du nicht einfach so. Muss man ja wirklich sagen. Oh. Ja, kleiner Slide-Cancel, Kappa. Über uns, genau, noch einer. Richtiger Prezi inzwischen P. Ein ZP, meine ich. Ich denke die ganze Zeit, er spielt mit Deki, aber er heißt Doku. Count Doku. Mine. Ey, das ist doch ein Ding geworden, oder? Diese Bastard-Cluster-Minen. Ist es geisteskrank. Ständig renne ich in diese Cluster-Minen rein. Ich finde es ganz nice, dass er nicht so einen geistkranken OP-Start hat, weil das muss ich gleich auf jeden Fall aufbauen, das Gameplay so. Ja. Wir haben ja genug. Komm. Ah. Hier wird hier ohne eine Sheepbreak geschossen. Oh, ran der Raketenwerfer. Oh. Ey, die müssen wir farmen. Auch kein TTV im Namen. Ja, sympathisch. Macht er gut? Die müssen wir farmen. Ah, ja, er weiß schon Bescheid. Hinten bei, der haut schon ab. Okay, also nicht vipen, heißt es ja, oder? Also, dass man das Team nicht auseinander nimmt. Wasnev und die ISO. Mhm.
Über mir ist einer. Was ist wieder, glaube ich, mit dieser Mündung für vertikalen und horizontalen Recoil, kann das sein? Ah, schönes Ding, Harry. Oh Gott, natürlich mit dem Wurfmesser. Hier ist einer. Der gehört zu dem Trödeltrupp. Wichtiger zwischen Trödeltrupp. Digga, warum spielen wir nicht die ganze Zeit so kurz, hä? Hä? Er aimt mich einfach nur an, hä? Ich hab ihn gar nicht gesehen, ja, ja, Cheats. Was macht er denn? Oh, drei Leute am Loadout, oh. Also ich find's irgendwie echt cool, so komplette Underdogs mal so zu spectaten. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch fühlt oder nicht. Ich denke mir so, warum nicht? So, das ist eine Kracherrunde. Da kann man dann auch mal drauf reagieren, oder? Und vielleicht findet ja der ein oder anderen seine Streams ganz nice, wenn er jetzt mal reinfollowt da. Und dann können wir mal. Aber wollen wir mal sehen, wer hier bei Twitch-Partner ist. Kein Spaß. Und sagt dann, what the fuck, how did he beat me or the air, ja. Englisch LK hat er auch, super Sache. Ja. Ja, Shisha. Ja, ja. Da ist der Raucherhusten. 12 Kills. Ich hab einfach random irgendwann dahin geschmissen. 12 Kills. Ich bin mal gespannt. Ich liebe diesen Moment, wenn ich auf so krasses Gameplay reagiere. Ich liebe immer den Moment, wo die Leute so checken, dass es eine krasse Runde werden könnte. Wisst ihr, was ich meine? Also gleich kommt irgendwann der Moment, wo er so merkt, oh, er muss sich jetzt konzentrieren, weil jetzt krass komplett. Gerade spielt er noch so ein bisschen Just for Fun. Ja, schöne Smoke. Na, liebe Grüße auch nochmal an Floydschoff, der am Anfang von Warzone 2 gesagt hat, dass Smokes nicht so stark sind. Digga, das war wirklich... Digga, kennt ihr den einen Dude, der gesagt hat, dass Haaland bei City maximal 15 Tore schießen wird und das ist dann eine gute Saison, dass er komplett overhyped ist? Kennt ihr diesen Twitter-Clip? Schreibt es in die Kommentare. Das von Floyd war fast der gleiche Call, nur auf Call of Duty Warzone 2 bezogen. Arschloch. Auf dem Dach hinter dir. Ja, Cheater. Das geht ja jetzt ab Mittwoch nicht mehr, ne? Mittwoch 18 Uhr. Also so mit diesem Update, da kann man nicht mehr durch den Rauch pingen. Das ist halt das Ding, ne? Wenn er jetzt 15 Sekunden nicht vorsichtig spielt, dann ist halt Feierabend. Deswegen Duo Squad Resurgence wusste ich wirklich nicht, dass das ein Ding ist. Er hat mir geschrieben, in EU gibt es wohl eine Runde mit 70 Kills. Aber nicht mit... nicht in EU. Müssen wir auch mal ausprobieren, ob das wirklich was bringt. Ob die Lobbys dann nochmal nicer sind. Boah, die Wassenf sieht so slow aus, ey. Wenn er damit gut spielen kann, sei ihm wirklich gegönnt, aber die sieht so slow aus, was die ADS-Geschwindigkeit angeht. Nein. Oh. Noch nie jemanden so glücklich Nein hören sagen. Nein. Mit so einem breiten Grinsen. Das waren so eine Bots, Digga. Oh mein Gott. Unkorrekt. Unbeleidigt. Eddie jetzt, Chat? Chat sag ich schon. So, wo geht er jetzt hin? Bisher muss ich sagen, vielleicht diesen Landing-Spot kann ich mal mitnehmen. Heli fahren? Heli pushen? Ja, Heli gut. Oh ja, hier. Unser Lieblingsbuilding. Schönes Trio, nimmt man mit. Wie geil ist denn die Uhr? Ich will die auch haben. Was sieht man seine Kills? Sehen das dann auch die Gegner, wenn du die getötet hast eigentlich? Ja, ne? Ist ja übel nice. Ja, gutes Wurfmesser. Ist aber auch wirklich eine Blast-Lobby, ne? Also so ehrlich muss man sein. Aber ich mache in der Gottes-Lobby trotzdem nur 30 Kills. Guck, wie langsam die Wasnev ist. Ne, ich sag, der guckt Stylus-Videos. Das kann ja keine gute Wasnev sein. Was? Schreib mal in die Kommentare, was denn wo der MP5, was grindet ihr im Moment? Na, jetzt werden beide schon ein bisschen konzentrierter, reden weniger. Gott sei Dank keine Drohne mehr im Shop. Bei Infinity Ward hat irgendeiner gerade wirklich ein Zelt in der Hose. Ja, wie kann dann jetzt noch sag mal! Also entweder ist er erst wirklich gerade krank, erkältet oder so.
Aber es kann nicht sein, dass er bei jedem Satz husten muss. Ich spiele nicht die ganze Zeit, du Quatsch. Was ist das denn hier, ey? Ich sag's dir, ey. Auch gerne mal die Lunge da zwischenchecken. Ein ZS. Ein Zwischencheck. Gute Besserung, falls er krank sein sollte. Noch nie so laut einen Fallschirm gehört. Ich weiß es nicht. Wunderschön. Nee, ich schreib Diki jetzt. Ich schreib Diki jetzt. Der hat mir nämlich das mit der Elgato irgendwie gesagt, wie das funktioniert. Ich frage ihn jetzt, ob er heute nach seinem Stream Zeit hat. Streamt er gerade? Digga, jedes Mal, wenn ich auf ein Video reagiere mit diesen Soundsettings, werde ich so eifersüchtig. Er ist live. Okay. 21 Kills. 34 Gegner live. Nee, ich sag dir ehrlich, morgen probiere ich Blue Squads. Schönes Ding. Oh, jetzt kommt aber die Zone. Da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, schön platziert ist so nah. Die sind genau neben ihm. Oh, jetzt haben sie ihn leider gesehen. Nein, sie laufen genau in ihn rein. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Das überlebt er nicht. Oh, oh mein Gott. Das muss ich jetzt leider machen. Warte mal ganz kurz. Schmeiki! Hast du automatisches Mounten an? Was? Er hat automatisches Mounten an! Wie der größte Knossi! Macht es aus! Um Gottes Willen! Schaut mal! Er mountet automatisch auf diesem Holzstapel. Guck mal! Oh mein Gott. Ey, das muss ich jetzt leider machen. Also dann weiß er einfach nicht, dass es das gibt, oder? Ich hab 25 mit 32 left. Ich krieg einen Herzanfall. Ja, viele. Beste Momente beim Zocken. Ich krieg ein Dingens hier. Beste Momente, wenn man zockt. Herzinfarkt, Digga. Wie er sich freut, feier ich. Aber das mit dem Mountain macht mich wirklich wahnsinnig, dass er automatisches Mountain anhat. Ja, das sind noch zwei, bei uns. Arrest, arrest, arrest. Wir müssen das erstmal mit dem Mountain im Kopf halten. Den sollte er jetzt nicht töten wahrscheinlich. Oh, wieder ein Stick deaktiviert. Ah, ist natürlich Underkey. Roms. Schöne Smoke. Oder er hat vielleicht auch so doll seinen Stick reingedrückt beim Fighten, gerade weil er so angespannt war, dass er automatisch gemountet hat. Dann müsste er ja normal spielen und hat Mountain auf R3 und nicht auf Kreis. Welche Taste mounte ich? Ich habe kompletten Brainlag gerade, scheiß drauf. Gerne da eine Bezugnahme in den Kommentaren. Mhm. Oh, oh, oh. Digga, man, ich schwöre, ich wäre jetzt auch weggerannt an seiner Stelle. Man denkt, er ist One-Shot, er hat aber irgendwie drei Hitmarker bekommen. Er hatte noch nicht mal eine Platte weg. Verliert er ein bisschen Zeit. Ja, schönes Ding. Jetzt können ja, sie ja viben, ne? Was ist denn für eine krasse Strafe-Speed, Digga, Hilfe? Ich bin Team MP5. Ah, hat er einen gesehen, schönes Ding. 32. Was? Geile Reaktion. Was? War Ehrenteammate. Also, sehe ich so richtige korrekte Zocker-Homies. Die treffen sich so jeden Abend. Feier ich. Ich hab die Aufnahme nicht an, online. Egal. Aus dem VOD geht ja, na, Qualität geht, ist noch, ne? Ich könnte noch 40 droppen, das wäre wirklich ultra. Ich lass. Oh, korrekter Bruder. Da sind drei Leute. Ja. Oh, 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 oh! Warte, hinter mir auch, warte. Alarm!
Jetzt darf man halt. Wir müssen alle. Er panikt komplett. Schura, manchmal ist alarmiert auch ehrlich. Bei mir zwei Jense. Eine Vollkatastrophe. Er hat es töten lassen, wie korrekt ist er denn? Oh. Kann er ihn jetzt wieder kaufen oder ist der Shop wieder zu? Achso, er hat das Safe Revive. Oh, nice. Oh, bisschen am Paniken. Da kann man auch mal nervös sein. Gasmaske auf, hat Zeit. Warte. Er läuft ihn hinterher. Wie korrekt. Und tötet sie nicht. Das ist geistkrank. Ist er da? Da! Er hat schon wieder gemountet automatisch. Hey, aber nice, GG's. Ich küsse dein Herz, Digga. Nice. Oh ja, da muss auch der wichtige Siegespopel da rausgezogen werden. Sorry, aber das war der erste Partybomb, Digga. Oh. Ey, fand ich richtig nice. Hat Spaß, mal zuzuschauen. Lass mal liebe Grüße da bei dem Kollegen, ne? Der Ehrenbruder hier hat wie viele Follows? 273, da machen wir mal locker die 350 voll, oder? Würde mich freuen, vielleicht geht er sogar ein bisschen mehr. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich könnte denen